Ja, ich müsste jetzt ehrlich sagen, so ein bisschen Sonne wäre jetzt schön. Also, das ist auch so ein persönlicher Wunsch gerade so. Wahrscheinlich dann doch eher so in Richtung der Südhalbkugel. Ah ja. Sydney, Aachen wäre auch sehr beschwerlich, glaube ich. Das wird allerdings eine lange Fahrt. Mensch, das Kinder, der Flug nach Sydney ist ja schon, boah. Aber Aber dann nicht. mit dem Boot. Hast du da in der Oper schon mal, bist du da schon mal In auf der. der Oper noch nicht, aber wir sind gerade ein bisschen auch am Arbeiten da, auch im Jahr 2019, glaube ich. Wo ist Horst? Horst, wo bist du? 2019. 2019. 2019. Perfekt. Wir gucken mal eben, wo du bald bist. Hier. Die Queen Mary II war neulich da und ist an der Elbphilharmonie vorbeigefahren, Gott sei Dank vorbei. Und du wirst, rechts hast du schon gespielt, zweimal, heute das dritte Mal, und Richtig. links bist du bald. Wann ist das? Am 13. oder 14. Februar. Ab dann ein anderes, dann vermutlich kein Crossover, vor allem welches Programm erwartet. Nee, wir spielen Tschaikowski am Violinkonzert mit, ich glaube, Pariser Orchester und Christoph Eschenbach ist der Dirigent. Ganz, ganz toller Musiker, also ein großer, großer Fan. Nicht nur ein toller Dirigent, sondern auch hervorragender Pianist. Ich hatte jetzt im letzten Jahr ja, das Vergnügen, mit ihm Brahms zu spielen. Das war, glaube ich, in Düsseldorf in der Tonhalle. Und freue mich, eine kleine Tour mit denen zu machen, unter anderem das allererste Mal in der Elbphilharmonie. Was, sofern ich das von allen meinen Kollegen bestätigt bekommen habe, wirklich toll ist. Also da freue ich mich auch, dass das so, das ist ja jetzt wirklich ein Wahrzeichen bekommen. Also im Endeffekt, ich hoffe, das hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich sage immer, wenn der Flughafen Berlin dann auch mit so viel Euphorie dann im Nachhinein gefeiert wird, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Ja, das war natürlich damals, als du geboren wurdest, haben die Bauarbeiten begonnen. Und wir sind froh, dass sie da ist und du auch dann dort auftrittst. Also ich finde, wenn etwas toll gemacht ist und es auch qualitativ toll ist, dann kann es auch länger dauern, dann kann es auch mal ein bisschen teurer werden. Also da muss ich sagen, gut, es hat funktioniert. Das Ja. kann auch anders. Das hätte auch viel Geld kosten können und nicht funktionieren können. Genau. Am Kölner Dom, ich glaube, haben Sie 100 Jahre gearbeitet. Wie war das bei der Grundsteinlegung damals? Er kommt aus Köln. 600 Jahre. 600 Jahre? Ja, na klar. Und die arbeiten heute noch dran. Ja, also ich darf aber noch sagen, also ich hoffe, ich darf David korrigieren. Du sagtest, du hast gestern Mittag das letzte Mal gegessen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nee, das stimmt ganz sicher nicht, weil ich habe gestern Abend noch was für dich gekocht. Das stimmt, das Siehst stimmt. Aber das Da waren die Hühnchen, genau. Das Problem ist, Spinat und Brokkoli, hier ist das genau. Problem mit dem Hühnchen. Ich bin sicher, es war fantastisch lecker. Er hat es nicht gegessen. Moment, Moment. Ich hatte das Hühnchen nämlich bestellt, das stimmt. Aber dann hat sich das so ein bisschen in die Länge gezogen und irgendwann musste ich ja dann auch irgendwie fertig für die Bühne. Ich kam ins Zimmer rein, da war noch kein Hühnchen da und dann meinte er, es wird aber so perfekt auf die Zeit ge. Und das war es ja dann auch. Das Problem ist, ich musste dann kurz das machen und das machen. Und wir hatten ja nur eine halbe Stunde, bis ich dann wieder runter musste. Und dann habe ich wirklich, es hat fantastisch gerochen. Ich musste an diesem Hühnchen vorbeigehen. Ich habe dann, glaube ich, so ein Stückchen Brokkoli genommen. Der Brokkoli war hervorragend. Ich hätte jetzt einfach nur noch ein Brötchen nachschieben können und letzten Abend was Sandwich gegessen. Ja, Nach der Show. Das wäre wahrscheinlich sogar die intelligentere Wahl. Aber es war mein Fehler. Ich habe gesagt, ich hätte gerne Hühnchen und Brokkoli. Und naja, es war schade, weil jetzt, wo ich weiß, dass du es auch noch gekocht hast, habe ich aber jetzt richtig was Es kam verpasst. nämlich noch ein Anruf, sagt, da ist das Hühnchen unterwegs, ist halt, da ist ja 5 Minuten weg. Also, man weiß, die Memory ist Ich groß. versuche es besser zu teilen. Ja. Wir hatten kurz überlegt, ob wir dir das Hühnchen in die Autogrammstunde reinschieben. Ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich Ja. glaube, besser so. Also, wir sind mehr als begeistert, nicht nur wegen der Autogrammstunde, diesem immensen Pensum, David, dass du diese Tour mit uns machst. Es kommt so langsam Abschiedsschmerzen, ich glaube, wieder die Tränen hier. Das ist wirklich, ihr werdet das spüren, weil diese intensiven Tage, ich hoffe auch für dich ein bisschen, dieses Intensive ist ja anders als ein großes Halle mit 10.000 Leuten, wo die alle. Ich finde das toll. Also es ist natürlich, so viele Jahre ist man so schnell unterwegs und man sieht natürlich Menschen und Gesichter, die man dann auch öfter sieht und man fragt sich ja,
ist eigentlich schade, dass man die Leute nicht vielleicht auch ein bisschen kennenlernt. Ich weiß, dass es auch hier sehr schwierig ist, aber weil natürlich viele Menschen da sind. Und man trifft sich mal hier und da und dann ist man im Aufzug und dann ist man im Gang und dann macht man eine Autogrammstunde. Aber seien wir ehrlich, das ist für mich natürlich auch nach so vielen Jahren, wo es halt auch schwierig war, kannst du natürlich in der Lanxess-Arena keine Autogrammstunde danach machen, besonders wenn du am nächsten Tag irgendwo hinfahren musst und 300-400 Kilometer hast und dann abends spielst. Was natürlich dann auch wieder für mich schade ist. Ich fand das hier, oder ist ja noch nicht vorbei, wirklich eine tolle Gelegenheit. Das ist mir gestern insbesondere aufgefallen. Ich habe die Autogrammstunde ja gemacht. Und dann spiele ich ein Konzert und ich kenne jedes einzelne Gesicht der Bursche. Und das macht das Ganze natürlich wesentlich persönlicher. Das ist toll. Und ich habe da so in dieser Art und Weise vielleicht, nee, ich weiß, ich habe es so noch nie erlebt. Insofern, das war und ist eine tolle Erfahrung. Die Fahrt ist ja noch nicht zu Ende. Wir bedanken uns ganz herzlich natürlich bei euch, dass ihr alle an Bord seid. Und bei David Garrett, dass er auch in unserem Board ist und bei dieser tollen Rederei, bei QNET. Vielen Dank, dass wir mit Stars at Sea das gemeinsam machen können. Vielen Dank, dass du so gut kochst. Dankeschön.